So, kommen wir zum letzten Hero auf meiner Liste. Das ist Malfurion. Die Natur nicht unnütz. Malfurion ist ein Support Hero. Fangen wir direkt an mit seinen drei Basic Abilities. Ich gehe mal ein bisschen Richtung Tower. Er hat einmal sein W, das ist ein Damage Skill mit relativ hoher Reichweite, der AOE technisch trifft. Ja. Also Gegnern in dem kleinen Zielbereich fügt er Schaden zu. Es ist nicht sonderlich viel, aber es hat doch nur 3 Sekunden Ablinkzeit, also ihr könnt das relativ oft einsetzen und Mana kostet es auch kaum. Dann hat er sein E, hat weniger Reichweite als W. Und sobald das Feld so grün ist, werden alle Gegner, die da drin stehen, gewurzelt. Ja, also die werden praktisch für 3 Sekunden in dem Bereich festgehalten. Vor dem letzten Patch konnte man das Wurzeln nicht bannen. Das kann man jetzt aber, mit Läutern kann man das wegnehmen und dadurch ist Malfurion nicht mehr ganz so stark, wie er vorher war. Aber immer noch mächtig, dass wenn er das Wurzeln richtig timet, kann das ein komplettes Melee ausgelegtes Gegnerteam, zum Beispiel wie Butcher, Illidan und so weiter, kann das fast komplett rausnehmen, ja, wenn er das richtig timet. So, sein Q ist seine Heilung, stellt eine kleine Menge Leben sofort wieder her und ihr habt so ein Hot auf euch drauf, also ein Heal Overtime. Ja, seht ihr hier das Gedingsel. Und der Heal Over Time ist eigentlich das Stärkere. Ja, der Sofort Heal ist relativ gering. Deswegen müsst ihr halt davon ausgehen, dass ihr nicht hohe Burst-Schaden wegheilen könnt, sondern euer Team muss sich darauf einstellen, sich immer kurz ein bisschen zurückzuziehen, dass eure Hots halt wirken könnt. Aber mit auch hier nur 7 Sekunden Ablinkzeit auch eigentlich ein Heal, den ihr relativ oft einsetzen könnt. Sein Combat Trait, also seine Standard Ability, seine Fähigkeit ist, dass ihr 15% des maximalen Manas von einem verbündeten Helden wiederherstellen könnt. Das ist richtig, richtig stark. Also das bedeutet, wenn ihr mit Mana-intensiven Helden da unterwegs seid, also Keltas, Jaina, die das Mana benötigen, um richtig viel Schaden in die Gruppe zu bringen, auf jeden Fall D besonders, verringert die Ablenkzeit vom Anregen, egal welchen Bild ihr mit Malfurion spielt, auf jeden Fall anregen, um 10 Sekunden reduzieren, dann könnt ihr es alle 20 Sekunden einsetzen anstatt 30, perfekt. Hier gibt es eigentlich auch nur zwei Talente, die interessant sind. Er erhöht die Anregenmenge um 25%, ist sehr, sehr, sehr stark. Könnt ihr skillen, aber hier würde ich einfach, dass ihr ein bisschen mehr Burst-Heilung noch habt, wenn ihr sie denn benötigt. Würde ich hier auf Nachwachsen skillen. Wenn ihr in Kombination in eurem Team mit einer Tyrande seid, die auch ein bisschen passiv mitteilen kann, würde ich hier auf Vielseitigkeit gehen. Ansonsten ist ungezügeltes Wachstum euer To-Go-Talent. Auf Level 7 habt ihr einmal das Läutern. Ja, wenn ihr das braucht, um aus Stunts rauszukommen, nehmt das Läutern mit. Mool anfordern. Er ist einer der wenigen Heroes, die das noch hat. Mool könnt ihr die Gebäude, wenn sie Schaden erleiden, die regenerieren sich normalerweise nicht, könntet ihr ein bisschen reparieren. Ist ganz interessant, wenn ihr wisst, dass die Teams relativ ausgeglichen sind, da könnt ihr dadurch ein bisschen den Vorteil auf eure Seite holen. Ansonsten erhöht die Dauer von Nachwachsen auf 6 Sekunden, bedeutet mehr Heilung über Zeit. Einfach nehmen. Dann hier haben wir hier einmal eine Silence Utility, die macht ein bisschen Schaden um Malfurion rum. Problem ist, ihr müsst nah ran. Und ihr seid kein Nahkämpfer, ihr seid kein DD, auf jeden Fall die Heil-Utility, sie kann nicht abgebrochen werden, einfach mitskillen. Auf Level 13 habt ihr hier einmal den passiven Heal von Saat des Lebens. Würde ich euch, wenn ihr mit Malfurion anfangt, auf jeden Fall immer empfehlen. Ansonsten Schrumpfstrahl in Teamfights sehr hilfreich. Auf Level 16 ganz einfach entweder die Verlangsamung, ja, den vergrößerten Wirkungsbereich von Wurzeln gegen Melee-Teams oder ansonsten die Ablenkzeitreduzierung einfach mitskillen. Auf Level 20 habt ihr einfach euer Heroic-Talent, weil es Mana regeneriert,
Oder Sturmschild, oder wenn ihr immer Fokus-Target seid, Ball of the Storm, aber hier kann man ruhig mit dem Heroic-Talent gehen. Jetzt zeige ich euch kurz, wie man mit Malfurion heilt, wenn man das denn hier überhaupt zeigen kann. Sage ich ganz einfach, ja, jetzt sind jetzt zwei Malfurions. Ihr seht, jetzt ist er gewurzelt. Kann man ein bisschen Schaden drauf bringen. Ja, man sieht es jetzt nicht, weil die Viecher keinen Schaden kriegen. Ja. So, jetzt, wenn er den angreift. Ihr seht, Heilung über Zeit. Ja. Müsst ihr halt ein bisschen Zeit geben und euer Ultimate ist ganz einfach. Ist eine AE und ihr könnt zusätzlich noch mit euren normalen Basic Abilities heilen. Es ist praktisch wie eine Aura, die sich um euch rumlegt. Ja, und euer D, ganz wichtig, könnt ihr nicht auf euch selbst anwenden, ja, nur auf verbündete Helden. So, jetzt habe ich ihn natürlich richtig gewurzelt, und wenn ihr jetzt einen Fernkämpfer noch dabei hättet. Ah, zweimal Furions sind schon ziemlich unsterblich. Oh, jetzt ist er gewurzelt. Weil der kommt relativ schnell weg, der Arthas. Aber das war's eigentlich zu Malfurion. Mehr muss man dazu nicht sagen. Den Damage-Build empfehle ich euch nicht als Anfänger. Den kann man mal, das ist auch nur ein Fun-Build. Das To-Go-Dings habe ich euch gesagt und die einzelnen Variationen. Das war's zur Free-Rotation für diese freien Helden für die Woche. Nächste Woche, ab Mittwoch, sind natürlich wieder neue Helden in der Free-Rotation und die werde ich euch auch dann erklären. Bitte beachtet, wie immer, die Free Rotation wächst, je nach eurem Account-Level. Das bedeutet, am Anfang habt ihr, glaube ich, nur 3 oder 4 Helden zur Verfügung. Wenn ihr dann auf Level 10, Level 15 seid, schaltet ihr den 5. und den 6. Helden noch frei. Ich glaube, es waren jetzt 6 Helden oder 7. Das heißt, es ist an euer Account-Level gebunden. Je höher euer Account-Level ist und je mehr Heroes of the Storm da spielt, desto mehr Free Heroes habt ihr auch. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich mache gleich nochmal ein Video zu noch ein paar anderen Sachen. Aber das dann gleich.